Du verzweifelst. Was machst du? Du standst da noch drauf. Ich weiß es auch nicht. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, warum. Herzlich willkommen zu einer Map. Von mir gebaut. Ja, wie wir ja wissen, kann er gut bestellen, finde ich. Also sehr gut auf jeden Fall. Oh, und hello. Dann, ja, fangen wir heute mal an mit Eckfalt. Und ja, bisschen Premiere, sofern das vor dem Silvester-Special hochgeladen wird. Denn es ist erstmal mit dem OBS Open Broadcaster Software aufgenommen. Und das um 20 vor 11 abends. Oh. Ich bin... Okay, fangen wir mal an. You don't have to say totally LP, you can also say totally. Also in der Ordner stand ist es die deutsche Version. Es ist die englische. Ach so? Es gibt ein bisschen mal die englische. Oh, okay, stimmt. Ja, auch wird der Game Sound jetzt aufgenommen. Also. Habe ich mir schon gedacht. Exit. Also es ist eine Adventure Map. Mhm. Die du wie lange gebaut hast? Also ein, zwei Stunden. Oh, das lief. Gut, dann wollen wir dann mal starten, ne? Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich gehe mal ein bisschen näher ans Telefon. Darum machen die ganzen Leute immer die Töne aus. Leider. Jetzt weiß ich auch warum. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. So, also, wir kennen. Das ist irgendwie nur halb da. Eigentlich, do you can jump? Achso. If you can jump, jump. Oh, ich kann das nicht. Das sieht jetzt nicht gerade so schwer aus. Nein. What is easier than ladder jumps? Ich könnte mir schon ein einfaches vorstellen. Aber gerade läuft's, lief es. Sag lieber nicht. Nein, vor allem nicht bei Jumpen Runs. Ich mach's nicht in einem durch, das kann ich nicht. Später abspielen. Noch später, okay, na komm. Und die leckt auch wahrscheinlich nicht sehr so viel, weil. Oh. Weil hier so nichts anderes ist. Also, wir sind hier quasi hier unten ist ein leer. Also ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Ich werde jetzt weniger reden. Du kannst was reden, wenn du willst. Bla 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 bla. Facebook. Warum? Ich habe die Orientierung verloren. Ja, in Minecraft verliere ich sehr oft die Orientierung. Das kann bla, ich nicht sagen. Bla 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 bla. Wow. Bla bla. Bla, bla. Super bla. Ja, da war ich eben. Das geht das? Nein. Bla bla. Bla bla. Wow. Wow bla. Ich bin ein bisschen leise. Gerade meinst du noch, ich soll reden? Hier wieder runter. Ja. Wie weit noch? Ne, wenn ich jetzt verkacke, das wäre scheiße. Okay, ich bin nicht ganz runtergefahren. Ich stand nicht drauf. Warum stand ich nicht drauf? Eben stand ich die ganze Zeit drauf. Ja, du musst auch ganz oben sein. Ich bin da ganz oben gegangen. Es ging nicht weiter. Er hat immer wieder runtergeleckt. Nein. Okay, das hatte ich aber auch schon mal teilweise. Nein. Das sage ich jetzt nur was. Also es hat vielleicht jetzt die Gesamtschule, das kann sein, dass. Das sage ich jetzt auch gar nicht, nur dass ich auch schon manchmal gemerkt habe, dass meine vordere Falltaste aufgehört hat. Das hatte ich jetzt schon mal, das war jetzt
Das war garantiert jetzt nicht, das sag ich auch nicht. Ja, war schon mal, das wollte ich jetzt nur, das fiel mir gerade so ein. Das ist jetzt frustig, weil ich jetzt fast oben war. Ach, wenn ich eine passende Kaufhausmusik hätte, würde ich sie jetzt einspielen. Oder so Aufzugmusik. Kratzen. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Aber wie sieht's bei Jump Runs aus? Okay, das hat er nicht. Einmal vielleicht auf den Hinterkopf gehauen. Zweimal. Okay, Denkvermögen hat schon mal nicht geklappt. Aber Jump Runs hat er nicht. Ha, das ist kein einfacher. Was gibt doch einfachere Sprünge als Leitersprünge? Ja, nur weil ich sie kann, habe ich das dann geschrieben. Simula. Jetzt tatsächlich zu dumm. Hier sind Leitersprünge, weißt du, wie schwer sie sind? Nein! Ich weiß, dass sie super einfach sind. Ja, für dich. Du weißt ganz genau, dass ich die nicht kann. Ja, das weißt du. Ich habe die Map nicht nur für dich gebaut. Ja, andere mag ja Let's sein. Player und Minecraft-Spieler sollen sich genauso aufregen. Okay, sehen wir es einfach mal als dieses eine Angebot im Gegensatz zu Cube Survival. Also, ja? Für dich oder sollen wir es so machen? Wie? Hä? Ich habe doch dieses eine Angebot bei Cube Survival. Was denn? Hab ich doch erzählt, dass wenn man. Sprinten auch schön. Ja, du musst auch sprinten. Ja, ich hab. Zweimal langsam. Ich, manchmal drücke ich zu langsam, dann. Ja, dann. Das merkt man doch. Nee, merke ich nicht immer. Merke ich dann im Sprung. Nicht, dass ich das nicht auch hätte, aber nicht so extrem. Also bisher wird die Map noch gar nicht mehr so mit der schönen Fahrt und so. Bald ist sie ja schon vorbei. Ich werde schön konzentrieren. Die Ecke hier. Ich habe sie noch nicht komplett testen können. Schön um die Ecke rum. Schön hier raus. Also ich habe sie schon eigentlich komplett um die Ecke rum. Und drauf. Oh. Das ist nicht. Sind das vier Blöcke auseinander? Drei. Nein, es sind. Nein. Ich hab gar nicht zweimal gedrückt. Du hast zu lange gedrückt. Das habe ich auch manchmal. Ja. Und der Wert ist das dann nur zweimal, ne? Ja. Nein, schau mal. Jetzt lauf mal da das weiße Roll entlang und halt gedrückt. Naja, nur wenn man es nicht will, dann soll. Ich glaube, genau für diesen Fall sind da zwei Löwen. Tschüss, ich viel sagt. Ja. Das war mein Facebook. Aber ein ziemlich lauter Facebook. So laut muss er für dich sein, Zimmer. Also ich kann schon mal schauen. Da warst du. Da bei den gelben Blöcken. Da will ich auch wieder hinkommen. Passt beim Finale. Und noch weiter. Ja. Ich lasse die Ruhe einfach stehen. Wenn du noch einmal stirbst, was ich nicht denke, was ich beziehungsweise auch nicht hoffe. Jetzt runterfällst du, ich gehe nie wieder nach da, um da runterzufallen. Ja, es gibt, glaube ich, da doch eine Treppe. Da kannst du natürlich zu dumm sein, um darauf zu steigen. Und das kann wiederum bedeuten, dass du fällst und runterfällst. Außerdem muss einmal eine Enderperle verwendet werden. Gleich. Oder soll ich bei Tier lieber sagen, später? Ich glaube, hier wird so ein Zeitraffer angebaut, aber den mache ich natürlich nicht rein. Du sitzt gerade so ein paar Minuten an diesem Jump'n'Run und verzweifelst!
Was machst du? Du standst da noch drauf. Ich weiß es auch nicht. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, warum. Noch ein. Denk bitte an die Zuschauer, die Kopfhörer gerade aufhaben oder so. Gut, diesmal habe ich auch nicht auf den Tisch gehauen. Dann haben die Hände geklatscht, etwas weiter weg vom Mikro. Ist auch nicht so schlimm, aber... Ja, Es kann natürlich auch sein, dass du manchmal zu schnell drückst und zweimal nach vorne. Vielleicht. Zimmer. Ja. Wenn du an Leiter springst und drauf bist, dann sofort an die Wand. Nämlich nur da ist dieses. Ist diese Fläche, wo man stehen kann. Nicht außerhalb. So stellen wir nur, wenn ich dann, also um die Ecke kann ich das. Nur das ist immer, dieses ist immer. Ich weiß, da kann man nicht einfach so rausspringen. Natürlich muss man da nicht gegenrennen und dann dadurch und da vorbeirennen und runterfallen. Wie du hier. Sondern einmal kurz aus dem Raum springen. Und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Ob man es Schwierigkeit nennen kann? Ja, ich nenne es zumindest. Der Schwerpunkt. Natürlich darf man dann nicht so dumm sein, die Leiter hochzuklettern. Das ist natürlich auch nicht. Also, ich meine, das ist der Schwerpunkt, dass man da einmal rumkommt. Wenn man dann hochklettert und an der Seite wieder runterfällt, dann ist das hier auch. Nur dieses schnelle Umschalten dann aber den Tasten. Meine Güte, das ist das Schwierige da. Das ist das Schwierige eigentlich bei Jump'n'Runs überhaupt bei Spielen. Diese schnelle Koordination von Maus und Tastatur. Vor allem von Maus hierbei. Ja, andere sind vielleicht hier in 5 Minuten durch. Ich bin nicht in 5 Minuten durch. Ich bin in einer halben durch. Ja, okay, ich verliere. Vielleicht nicht gleich beim ersten Versuch. Ich meine auch nicht die ganze Map, sondern nur halt das Jump'n'Run. Ich kann sagen, allein durch diese Fahrt geht das schon gar nicht, dass du in einer halben Minute durch. Vor allem das Finale. Nee. Wie hätte ich denn weiter? Guck mal, ich hab die ganze Zeit. Doch, wieso gehst du immer wieder weiter runter? Achso, dass man sie, ja, aber. Ich habe jetzt kurz gefragt. Also ich war immer weiter hochgegangen. Wenn du. Darf ich? Ja. Muss ich mal vom Blitz getrunken werden. Tag oder ich mache ihn nach. Komm, ich mach ihn da weiter. Automatisch. Was? Tag gleich. Nein, das liegt nicht daran, Dümmerchen. Es muss erstmal dunkel genug werden. Siehst du? Nee, ich hab nur geguckt, wo diese Schaltung war. Hinter dem Schildkröten-Pixel-Art. Habe ich es gebaut. Was weißt du in der Entfernung? Weißt du, die Entfernung ist Schnurz. Zumindest der Schaltung muss geladen sein, ne? Jump down. Soll man denken. Und jetzt soll ich nach da oben rein, wahrscheinlich. Ja. Jo, drin. Kann ich aber. Nein. Ich muss gehen. Okay. Du hast nur einen Checkpoint. From way. Was ist hier? A little bit strange. Vor allem das da. Das sollte eigentlich nicht zu sehen sein. Und jetzt fängst du an, also ich habe gerade einen kleinen, aber ist jetzt minimal, aber mini Leck bemerkt. Ich weiß nicht, weil es hier riesig wird. Und was jetzt? Auf die Goldbecke. Du kannst den Regen dort erst aushalten, aber du kannst ihn überhaupt aushalten. Du kannst nochmal drauf drücken, wenn du möchtest. Achso, und das jetzt Start drücken? Ja. Wir sind jetzt erst da, oder? Yes. You need luck. Was kommt jetzt? You have to throw an egg in these three holes.
Where has the spawned chicken? Oh. Oh. Also, brauchst du treffen. Glück und lass Geschicklichkeit vorweisen. Das reicht schon. Ich schmeiß doch mal auf die Bande, du hast genug Eier. Ja, nee, wenn ich nachher dann das Chicken wieder töte. Nein, du kannst es nicht. Zumindest runterschmeißen. Das kann ich runterschmeißen. Du kannst es nicht runterschmeißen, da ist. Ah, gut. Ja. Da ist ein Behälter, wo es nicht mehr raus kann. Nicht denken, dass diese neuen Sticks. Ja. Ah ja. Übrigens, hier unten sind gerade lauter Hühnchen, nur siehst du die nicht. Und jetzt? Ah, you did it. Oh. Das muss sein, man muss die Hühnchen ja töten. Na, was dat? Komm, ne, warte. Nö, das war's. Kannst du mal versuchen? Nee. Diese andere Plattform waren eigentlich da. Die andere Plattform ja, okay, war eigentlich dafür da, besser versuchen, besser treffen zu können. Du kannst jetzt immer in Kreativmodus gehen. One. Und jetzt fliegst du mal ganz zum Anfang. Ja, also. Und zeigst mal die Schaltung. Ja, dann sag ich schon mal ein paar Worte dazu. Ganz auf schnell fliegen. Ja, ich hab heute. Das ist halt aufgehört. Kurzzeitig. Sonst hätte ich nicht aufgehört. So, und jetzt bau dich mal da weiter vorne hier rein. Also, das hier ist das. Achso, das Coach-Loss. Und wenn beide aktiviert sind, geht das hier unten lang. Wehe, du stirbst. Das ist hier hoch zu diesen Pistons. Dass das dann geöffnet wird, ja. Dann einfach den Gang. Das ist das hier dann, genau. Einfach mal den Gang in die Schiene. Haben wir einen. Du kannst auch. Hoch nicht eins, das eins. Du kannst jetzt auch mal hinter die Schildkröte schauen. Ja, einfach mal ganz kurz. Also, wahrscheinlich, wenn jetzt ihr die downloadet, die Deutschen vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich hab eigentlich die Deutsche bekommen, obwohl ich die Deutsche erwartet hatte, weil Doi da dran stand. Ja, das werde ich noch verbessern. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben es ja alle verstanden. Der Eckfalt. Das ist schön geworden, ja. Und links, Japan. Und jetzt geht's weiter zu den. Okay, die Jump'n'Runs brauchst du nicht zeigen. Hier außen sind halt die Command-Blöcke für den Spawn-Point setzen und Clear. Ja, dann. Und jetzt darfst du mal. Ich mach mal ganz kurz. Ich zeig dir mal ganz kurz. Ja, andere hätten das vielleicht ein paar Minuten geschafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, wie ich hier am Film bin. Und Turkey's Rage. Der gefällt mir ein bisschen persönlich immer irgendwie. Ich weiß nicht. Oh. Teilweise sehr witzig ist. Hier geht's einfach runter. Ich brauch das jetzt nicht zu zeigen. Wie eine Wendeltreppe halt runter. Deswegen dieses komische Pfeilraketen-Dings, damit man es nicht sieht. Und hier kommt, hier unten kommt das raus. Und dann geht das Eier. Hier zu You Need Luck-Dings. Das war ein Chicken und hier die Eier. Und hier jetzt das etwas komplizierte, eigentlich weniger komplizierte. Für dich weniger kompliziert. Ich kann persönlich mit Redstone kaum was anfangen. Ja. Ja. Also hier über dieser Rätselleitung sind die Druckplatten. Wir können ja einmal hier reinschauen. So, wenn da dann ein Küken gespawnt wurde, dann ist das hier an. Dann geht das hier lang. Ich bin schlecht, wenn ich hier so sitze. Dann stehe mal nicht. Dann wird das viel vorgeschoben, wenn das aktiviert ist und das vorgeschoben, wenn das aktiviert ist. Hier wird dann angezeigt, you did it. Hier wird alles im Umkreis getötet und hier nochmal, denn
Man wird getötet und dann liegen überall die Items rum. Diese kann man allerdings wieder... Ich nehme ja jetzt mit OBS auf. Diese kann man allerdings wiederum töten. Allerdings nicht mit demselben, also müssen wir zweimal töten. Ja klar, weil es dann ja erst erschienen ist. Sonst, wir können ja das nicht töten, wenn es noch in einem so einem Detail ist. Okay, 20 Minuten, wo man eigentlich nur ein paar Minuten braucht. Ja, und ich würde sagen, dann war's das und ja. Du darfst kurz Tschüss sagen. Du da, den ich gerade eingeblendet habe. Danke fürs Zusehen und Tschüss. Zum Beispiel auch nochmal, das ist dein Video. Tschüss.